Willkommen zurück bei den täglichen Lektionen von Ein Kurs in Wundern. Ich freue mich, mit dir hier Lektion 181 bis 200 oder auch die Wiederholungslektionen dann 200 bis 220, 201 bis 220 mit dir zu teilen, einschließlich dieser Einleitung zu den Lektionen 181 bis 200. Was bieten uns diese Lektionen an? Was sie uns anbieten, ist bereits in der Einleitung, wird besprochen, wird zum Ausdruck gebracht. Es wird dein Commitment, deine Verpflichtung mit deiner Transformation deines Geistes wird bestärkt, wird stark gemacht. Ja. Und dein Geist wird ausgerichtet auf eine Sache, was dein Erwachen ist, die Heilung deines Geistes beinhaltet, dein Nachhausegehen. Ja. Dein Geist wird ausgerichtet mit dem Geist des Heiligen Geistes. Wir werden hier in diesen Lektionen wirklich alle Facetten noch einmal aufbringen. Jesus präsentiert es so in diesem Geistestraining von Ein Kurs in Wundern. Es werden mehr oder weniger diese ersten 50 Lektionen dann ebenso alles, was mit Vergebung ist, alles, was mit der Bekräftigung zu tun hat, wer du bist, mit dem Inanspruchnehmen dieser Macht deines Geistes in Zusammenhang steht, aber natürlich auch alles, was hier dich in Versuchung bringen könnte, wird noch einmal angesehen und losgelassen und buchstäblich ganz bewusst ausgewechselt und ersetzt mit dem Namen Gottes, mit dem Gedanken Gottes, mit der Liebe Gottes. Das sind so mit der Stille, in die wir eintreten, in der wir nach Hause gehen. Das sind so die Ausdrucksweisen, die wir immer wieder in diesen Lektionen 181 bis 200 auffinden werden. Ja, ich bin schon ganz begeistert hier. Die erste Lektion 181, die wir heute miteinander teilen werden, sagt ja aus, ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind, eine wirkliche Schlüssellektion im Sinne dieses Geistestrainings. Das Vertrauen in Gott, das Vertrauen in den Heiligen Geist, das Vertrauen in den Christusgeist, in die Erscheinung des Christus, der mir den Weg nach Hause eröffnet und mit mir buchstäblich nach Hause geht, wie wir es bereits in den Wiederholungslektionen von 161 bis 170 gehört haben, wo Jesus dir gesagt hat, dass er mit dir geht und wirklich mit dir zusammen diese letzten Schritte tut und in denen du dich erinnerst, wie alles, wie deine Heilung vollbracht wurde. Ja. Es kann wirklich nichts passieren ohne diese Klarheit, dass du hier wirklich seinen Namen, in seinem Namen, die Heilung für dich annimmst und damit die Heilung mit der Welt teilst. Und es kann auch nichts wirklich hier vor sich gehen in der Transformation unseres Geistes, wenn wir nicht voll und ganz in diese Kraft, in diese Macht, die wir miteinander teilen, nicht wahr? Wenn wir das in unserem Bruder erkennen und miteinander teilen, und wir teilen es in einem vollen Vertrauen, wir teilen es in diesem Verständnis, dass unser Bruder wirklich der Christus selbst ist. So, ich möchte hier kurz mit dir gleich mal in die Einleitung zu den Lektionen 181 bis 200 blicken, damit hier ganz klar wiederholt wird oder als Einleitung zugehört wird, worum es hier in diesen Lektionen gehen wird. In unseren nächsten paar Lektionen geht es ganz besonders darum, deine Bereitwilligkeit zu festigen, um deine schwache Verpflichtung, ja, das Commitment, dein schwaches Commitment, deine schwache Verpflichtung stark zu machen und deine versprengten Ziele zu einer einzigen Absicht zu verschmelzen. Es wird noch keine totale Hingabe die ganze Zeit hindurch von dir verlangt. Du wirst jedoch gebeten, jetzt zu üben, um das Gefühl des Friedens zu erlangen, das eine solche geeinte Verpflichtung dir verleihen wird. Wenn auch nur von Zeit zu Zeit. Eben dieses zu erfahren wird sicherstellen, dass du deine ganze Bereitwilligkeit geben wirst, dem Weg zu folgen, den der Kurs darlegt. Ja.
Ja, was außer diese Motivation zu erwachen, nach Hause zu gehen, mit deinem Vater zu Hause zu sein, wird es sein, dass deine ganze Bereitwilligkeit in deinem Geist ja gegeben ist, um hier ganz klar für dich selbst zu erkennen, ich will nicht wirklich irgendetwas von dieser Welt und ich will nichts anderes, als aus diesem Albtraum zu erwachen. Ich will nichts anderes, als hier mit meinem Bruder diese Erfahrung, diese Erkenntnis des einen singulären Gedankens, des Lichtes, der Schöpfung zu teilen und in diesem Gedanken mich zu erinnern, zu erkennen, was mein Zuhause ist, wo mein Zuhause ist, wer ich bin und wer mein Bruder ist. Unsere Lektionen sind jetzt konkret auf sich erweiternde Horizonte und direkte Annäherungen an die besonderen Blockaden ausgerichtet, die deine Schau eingeengt halten und zu begrenzt, als dass sie dich den Wert unseres Zieles sehen lassen könnte. Wir versuchen jetzt, diese Blockaden aufzuheben, für wie kurz auch immer. Worte allein können das Gefühl der Befreiung nicht vermitteln, das ihr Entfernen bringt. Doch die Erfahrung der Freiheit und des Friedens, die sich einstellt, wenn du deine strenge Kontrolle darüber aufgibst, was du siehst, spricht für sich selbst. Du siehst hier, worauf diese Lektionen abzielen, ist, dass Kontrolle endgültig aufgegeben wird. Ja, dass du diese strenge Kontrolle darüber aufgibst, was du siehst. Ja, weil das ist, was du immer verteidigt hast. Ich habe recht, ich weiß ganz genau, was ich hier sehe in dir oder was ich beobachte, wie du dich verhältst oder was immer. Ja, nichts von dem hat irgendeine Wirklichkeit. Wir vollbringen und wenden diese Übungen an, damit sich das, dieser Kontrollmechanismus wirklich endlich verändern darf. Okay, deine Motivation wird so intensiviert werden, dass Worte kaum noch von Bedeutung sind. Du wirst dir dessen, was du willst und dessen, was wertlos ist, sicher sein. Wow, eine Gewissheit wird dir gegeben, eine Gewissheit in Gottes Namen, eine Gewissheit in seinem Geist. Ist das nicht wunderbar? Freust du dich darauf? Yay! Danke. So treten wir denn unsere Reise jenseits der Worte an, indem wir uns zuerst auf das konzentrieren, was deinen Fortschritt immer noch behindert. Die Erfahrung dessen, was jenseits der Abwehrhaltung liegt, bleibt unerreichbar. Die Erfahrung dessen, was jenseits der Abwehrhaltung liegt, bleibt unerreichbar, solange es verleugnet wird. Zwar mag es vorhanden sein, du kannst seine Anwesenheit jedoch nicht akzeptieren. Daher versuchen wir nun also, täglich eine kleine Weile über alle Abwehrmechanismen hinauszugehen. Es wird nicht mehr als das verlangt, weil nicht mehr als das gebraucht wird. Es wird genügen, um dafür zu bürgen, dass alles andere kommen wird. Dass alles andere kommen wird. So, es ist wirklich hier ein absolutes Versprechen, das dir gegeben wird, wie sich alles in deinem Traum verändern wird, weil wir eine Reise jenseits der Worte antreten. Ja. Und das ist diese Reise in die Unendlichkeit unseres Lichtgeistes, diese Reise in den Frieden Gottes, in die Stille unseres Geistes zu erkennen, was immer gegenwärtig gewesen ist, sein wird, jetzt ist. Wir haben es wirklich nur mit unseren bedeutungslosen Ideen und Träumen überdeckt. Wir haben versucht, ein Denksystem hier wirklich zu halten, das Werte aufrechterhalten hat, von einer Welt, als Teil einer Welt und natürlich auch mit dem gesamten Paket der Emotionen, des Getrenntseins, des Schmerzes, der Angst und der Schuldgefühle. Und davon haben wir nun genug und wir wenden uns an diese Lehre mit Jesus, der uns hier in der Lektion 181 so ganz deutlich aufzeigt, was es mit der Wahrnehmung auf sich hat und die Notwendigkeit, in die Sündenlosigkeit unseres Bruders zu vertrauen, zu glauben, damit wir unsere eigene Unschuld annehmen können.